seit 2013 weilt Goretzka auf Schalke, er war vom VfL Bochum gekommen und stieg zur Führungsfigur auf. Im Sommer dann der Transfer nach München, mit 23 und nach der WM. Klingt nach einem dezenten Karriereplan. Es ist nicht so, dass ich mit 17 schon wusste, wo ich mit 28 würde sein wollen, relativiert Goretzka. Aber nächsten Schritte hatte ich schon im Kopf. Bis zu einem gewissen Grad ist das alles geplant, ja. Die Entscheidungsfindung, Schalke zu verlassen oder nicht, sei ein langer Prozess gewesen, absehbare Unmutsbekundungen der S04-Anhänger inbegriffen. Goretzka macht Schalke-Fans keine Vorwürfe, ich habe mich intensiv damit beschäftigt und war sehr gut vorbereitet auf Situation. Im Großen und Ganzen ist alles im Rahmen abgelaufen. Ich werde den Schalke-Fans also sicher keinen Vorwurf machen, sagt Goretzka, der auf seiner Abschiedstournee andere Prioritäten hat. Für mich ist es unheimlich wichtig, Schalke mit einem positiven Erlebnis zu verlassen. Ich hoffe, dass Fans irgendwann nicht nur das letzte halbe Jahr in Erinnerung haben. Es waren sehr viele schöne Momente dabei. Beim FC Bayern wird den Mittelfeldmann eine neue Welt erwarten und ein anderer Anspruch auch als Persönlichkeit. Ich habe schon sehr früh in den Jugendmannschaften angefangen, Verantwortung zu tragen. Es ging Stück für Stück immer weiter und ich hätte nichts dagegen, wenn es so weiterginge. Video, back to UPEP. Man City flirtet mit Bayerns Boateng.